Wenn ich doch sage, es waren fünf. Nein, vier. Fünf. Ja, also vier Hexen würde mehr Sinn machen. Ja, die gute Hexe aus dem Süden, die gute Hexe aus dem Norden. Andreas Mutter. Ganz genau. Die böse Hexe aus dem Osten. Die hat Doros Mutter erledigt. Eigentlich ist sie von ihrem Haus erledigt worden. Stimmt. Und die böse aus dem Westen. Die hat Doros Mutter auch erledigt. Tja, wäre deine Mutter nicht gewesen, gäb's in Ost an jeder Straßenecke Hexen. Wir scheinen etwas vom Thema abzukommen. Und was war das Thema? Ich weiß es nicht mehr. Wie viele Hexen gab es in Oz? Also ich würde sagen, ich habe ausreichend bewiesen, dass es vier gewesen sind. Eine im Osten, eine im Westen, eine im Süden und eine hoch im Norden. Sehr überzeugend. Mehr Himmelsrichtungen gibt es ja auch nicht. Wie steht es im Geschichtsbuch, Doro? Genauso wie ich sage, oder? Es gab vier Hexen. Also wenn ich das hier richtig lese, dann gab es fünf Hexen. Siehste, habe ich doch gesagt. Lass mich mal sehen. Die müssen sich irren, das ist sicher ein Druckfehler. Aber wir haben die Hexe Mombi vergessen. Ihr habt die Hexe Mombi vergessen, ich nicht. Ich sage ja, es waren fünf. Eigentlich kann man Mombi nicht mitzählen. Und wieso nicht? Hä? Sie ist keine Hexe mehr. Ach nein, hast du etwa mit ihr gesprochen? Niemand hat das. Sie ist verschwunden lange bevor wir geboren wurden. Von der habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ist die denn nicht enthext worden? Enthext ist doch kein Wort, so ein Schwachsinn. Sagt aber genau das, was gemeint ist. Was steht über Mombi in dem Buch, Doro? Die Hexe Mombi wurde von Glinda gefangen genommen und ihrer magischen Kräfte beraubt. Sie wurde sozusagen enthext. Ich kann gut mit Wörtern umgehen, was? Was ist aus ihr geworden, nachdem sie enthext wurde? In dem Buch steht nichts davon. Nur, dass sie ihre Boshaftigkeit vergessen hat durch einen magischen Trunk von Tante Glinda. Und dass sie einfach irgendwohin verschwunden ist. Und wenn sie ein Gegenmittel trinkt und ihr alles wieder einfällt, kommt sie dann zurück? Das wird schon nicht passieren, Lukas. Du hast wohl Angst vor Hexen, was? Klar, du etwa nicht? Ich? Nein, ich habe nie vor irgendwas Angst. Nur davor, im Irrtum zu sein. Es ist Zeit für die Kleinen ins Bett zu gehen. Damit meint sie dich, kleiner Bruder. Sehr lustig, Schwesterchen. Hör doch endlich auf, mich kleiner Bruder zu nennen. Du weißt ganz genau, dass ich älter bin als du. Die 10 Sekunden? Älter ist älter, du kleine Schwester. Hoffentlich kriege ich keine Albträume von der bösen Mombi-Hexe. Das glaube ich nicht, Lukas. Du träumst bestimmt was Schönes. Nur keine Sorge wegen der Hexe Mombi. Sie ist Geschichte, claro? Nein, Boris, das musst du uns erstmal erklären. Wisst ihr, das sollte ein Witz sein, weil doch im Geschichtsbuch... Das dauert nur wieder Ewigkeiten.